Schaffe ich es, in einem Online-Rennen Erster zu werden, wenn ich die Kombo mit der höchsten Beschleunigung nehme? Diese besteht aus Baby Rosalina im Pünktchenkart mit kleinen Rädern und dem Papiergleiter. Let's go! Gut, und die erste Strecke ist die Donut-Ebene 3, wo ich auch immer noch nicht weiß, warum das überhaupt Donut-Ebene heißt, weil... Oh, man kann gegen diesen Busch gegenknallen, das ist ja toll. Es gibt hier gar keine Donuts, man fährt weder durch einen Donut durch, noch sieht das aus wie ein Donut oder sonst irgendwas. Und Süßigkeiten gibt's hier auch nicht, ich bin schon mal sehr frustriert. So, aber das Gute ist, diese Map ist relativ curvy. Und da haben wir als Max Accuracy Accumulation Fahrzeug natürlich Vorteile, weil die anderen ihre Geschwindigkeit gar nicht aufbauen können, weil es einfach nicht so viele Geraden gibt. Und wir haben hier richtig Glück gerade mit unseren Pilzen, dass wir mega viele Sachen abkürzen können. So, und ich habe irgendwo gesehen, dass man hier richtig toll abkürzen könnte. Ich kriege das natürlich wieder nicht hin. Man kennt's. Ja, und ich gehe hier ein bisschen sehr blauäugig in diese Challenge rein. Heißt, ich... Oh, danke. Werde erstmal so fahren, wie ich normalerweise fahre. An sich habe ich ja... Oh, ich habe direkt an die Hupe gehabt. Brauche ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe den Vorteil, dass wenn ich einmal getroffen werde, dass ich eigentlich sofort wieder weiterfahren kann. Heißt, ich komme wieder auf meine Max-Geschwindigkeit, die halt sehr, sehr gering ist, klar. Aber ich komme auf die wieder sehr, sehr schnell oder schneller als die anderen. Und zwar am schnellsten. Die können mich alle mal. So, wir sind schon in der dritten Runde, wir sind Siebter. Jetzt müssen wir hoffen, dass wir vielleicht ein gutes Item bekommen. Ja, drei Panzer, cool. Die kann ich ja richtig gut gebrauchen. Also ich möchte natürlich auch nicht meine Punkte verlieren mit dieser Challenge. Okay, aber das wird gar nichts. Okay, wir sind jetzt schon so weit hinten, dann können wir, glaube ich, auch mal... Ja, dann nehmen wir auch noch die doppelte Box weg, oder was? Komm, gib mir irgendwas Gutes. Stern, okay, noch ein paar Pilze. Den ersten Pilz haben wir schon mal vergeudet. Kriegen wir... Nein, nur einen goldenen Pilz. Was will ich denn mit dem goldenen Pilz? Klar, ich kann damit jetzt hier die Abkürzung nehmen. Aber was ich gebraucht hätte, wäre vielleicht ein Bullet Bill. Oh mein Gott, dann kommt noch ein Blitz. Ich werde einfach zuerst, ich werde Letzter, oder was? Ja, das lief mir schon mal richtig gut. Gute Challenge, Jessie. Hast du dir gut ausgedacht. Guck mal, ich habe auch die wenigsten Punkte. Nee, nicht ganz. Ich bin Vorvorletzter mit den Punkten her. Aber ich glaube, vom Skill-Level sollte das trotzdem passen. So, das nächste ist Toads Piste. Ist leider nicht das geworden, was ich mir ausgewählt hatte. Die haben wieder alle doofe Strecken ausgewählt. Ich will hier eigentlich immer Strecken aus, die schwerer sind. Sowas wie Marios... Nee, wie heißt die? Diese U-Bahn-Station und sowas. Diese Strecke ist halt mega kacke, weil es hier so viele Geraden gibt. Ja, das kannst du vollkommen vergessen. Guck mal, ich bin einfach viel zu langsam, um diese Kurve rumzukommen. Okay, ich glaube, wir müssen wirklich Item-Bagging machen, sonst komme ich hier ja gar nicht hinterher. Ich kann halt kein Speed aufbauen. Ich bin hier so am Arsch. So, Item-Bagging. Ja, ich kriege natürlich einen blöden Geist oder was. Oh, Item-Bagging funktioniert ja eigentlich so, du bist ganz weit hinten, hoffst dann aufs gute Items deswegen. Und am besten wäre es, wenn du dann als... erstes Item quasi einen Pilz bekommst, den setzt du ein, um durch noch eine Itembox zu fahren. Und dann hast du quasi drei Items, die dich sehr schnell machen und hoffentlich nach vorne bringen. Am besten ist natürlich irgendwie ein Blitz und dann gepaart noch irgendwie mit einem Stern oder aber ein Bullet Bill. Bullet Bill ist natürlich der absolute Wahnsinn. Oh wow, kriege ich? Nein, okay, der hat mir sowieso meine Zweierbox weggenommen. Ich will jetzt aber ehrlich gesagt nicht nochmal zurückfahren, weil wir gerade relativ gut im Mittelfeld sind und die ganzen Yoshis da vorne sind jetzt auch nicht so weit weg. Ein roter, okay, ich weiß jetzt nicht... Das bringt mir jetzt nicht wirklich so viel. Wir behalten ihn erstmal als Schutz. Du ba... Hallo. Wieso? Das verstehe ich sowieso nicht. Ja, treffe ich auch noch. Von hinten oder was? Der trifft mich wahrscheinlich auch noch, damit ich schön Letzter werde. Schön auf die Letzten. Immer auf die kleinen Babys, ne? Ja, ja. Blauer Panzer bringt mir auch absolut gar nichts. Okay, ich glaube, das war aber schon von Anfang an klar, dass Toads Piste nicht die allerbeste Map ist für diese Challenge, weil es einfach so viele Geraden gibt und ich da gar keine Schnitte habe. Pilz. Ja, geil. Vielleicht... können wir noch ein bisschen, ein paar Plätze zumindest gut machen, dass ich kein Minus mache. Siebter, okay. Eventuell kriege ich ein, zwei Punkte. Oh, sogar sieben, echt? Oh Mann, okay, das kann schwieriger werden als gedacht mit dieser Challenge. Okay, es ist zufällig Regenboulevard gekommen. Die hat keiner ausgewählt. Finde ich an sich sehr gut. Guck, wie viele Yoshis hier sind. Einfach drei Yoshis vor mir. Und hinter mir auch noch ein Yoshi. Die halbe Lobby ist voll mit Yoshis. Das ist ja auch gerade irgendwie die Meta. Obwohl ich mich gerade wundere, warum die alle diesen Pünktchen-Kart spielen. Weil eigentlich ist doch der das Bärchen... Oh mein Gott. Das Bärchen am besten. Ich sollte nicht reden, während ich mich hier konzentriere. Baller den Roten nach vorne. Baller sie alle weg. Aber das war natürlich mit Absicht. Ich will natürlich ganz hinten sein, damit ich Item-Bagging machen kann. Ja, ja. Aber das ist das andere. Warum schießt man denn den Zehnten mit dem Roten ab? Ich raff's nicht. Okay, ein Stern. Und wieder nur ein Buhu. Ey, ich hab richtig Pech. Ohne Witz. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Sondern kriege ich einen grünen Panzer, weißt du? Oh mein Gott. Ich dachte aber, das wäre die andere Regenbogen-Boulevard-Strecke, wo viel mehr Kurven sind. Ist hier nicht der Fall. Hier fällt ja an sich keiner runter. Außer ich natürlich am Anfang. Man kennt's. So, zwei Itembox. Wir sind Zehnter. Vielleicht kriegen wir immer irgendwas Gutes und kein Buhu. Von dem Buhu kriegt man doch immer nur Scheiße. Ja, was will ich mit drei komischen Bananen? Ich weiß nicht.
Oh, drei rote. Das könnte uns gut zu stehen kommen, wenn wir die aufbewahren, jetzt in der dritten Runde. Wenn die sich vor uns alle abballern und wir dann den ersten... Nein, nimm mir doch nicht meine roten Dinger weg! Und wir den ersten und zweiten abballern, dann haben wir, glaube ich, eine gute Chance. Okay, wir dürfen jetzt nicht irgendwo reinfahren und hoffentlich will uns auch keiner von hinten treffen. Wir sind gerade Vierter. Eventuell kriegen wir diesen komischen Yoshi auch noch, weil der dieses Pünktchenkart hat, ist der nicht allzu schnell. Hallo, Elias. Nein, wir werden Zweiter, oder? Oh, ich habe die rote in den Waluigi reingeballert. Habt ihr es gesehen? Mega nice. Okay, aber Zweiter. Das war schon mal knapp. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt passiert ist. Paris-Parcours im gespiegelten Modus. Habe ich noch nie gespielt, aber kann ja nicht so schwer werden. Habe ich in Erinnerung auch so, dass das sehr kurvig ist. Und wir werden jetzt wirklich mal, wie so ein ADHS-Kit, einfach die ganze Zeit driften und so viele kurze Turbos mitnehmen, wie geht. Vielleicht bringt das ja was. Ich meine, den können wir mega schnell aufladen, meines Wissens. Viel schneller als die anderen, weil die nach außen gedrückt werden wegen der Physik, Leute. Guck mal, ja, das ist richtig schön kurvig hier. Ich lieb's. Das ist doch nice, oder? So habe ich die ganze Zeit so einen Max-Speed. Und ich glaube, ich kann den wirklich... Oh, okay, wenn ich nicht irgendwie gegenknalle. Aber ich glaube, dann kann ich wirklich diese Speeds schneller aufladen als die anderen. Ich mache das jetzt einfach wie so ein ADS-Kit. Bin ich ganz ehrlich. So, Reno, lass mich mal Erster werden. Ich weiß, das ist eigentlich keine gute Idee. Ich hätte ihn eigentlich vor mir lassen sollen. Hä? Wie hat er denn mich jetzt überhaupt... Oh, er ist eine andere Strecke gefahren. Ja, guck, das weiß ich nämlich noch nicht bei dieser Strecke. Es gibt da so komische Abzweigungen, wo ich immer nicht check, was abgeht. Ich glaube, ich mache auch tatsächlich lieber einer Drifts statt zweier Drifts, weil die einfach viel zu lange dauern und ich glaube, auch bei Baby Rosalina nicht so viel bringen. Da ist der Blaue, sehr gut. Wenn er jetzt getroffen wird, dann haben wir eine sehr gute Chance, Erster zu werden. Come on! Das ist nicht mehr lang. Wie weit ist das noch? Eine Kurve? Eine Kurve noch. Come on, come on, come on. Das kann wirklich was werden. Paris, bist du meine City? Bist du meine City, wo ich das erste Mal Erster werde mit dieser Combo? Das wäre richtig nice. Wenn jetzt nicht noch irgendeine Scheiße kommt... Hä, wo... Nein! Ach so, stimmt, wir sind gerade erst durch das Ziel gegangen. Wie weit ist das denn noch? Noch diese ganze Gerade und dann... Oh, okay, ich habe meine Verteidigung verloren. Das ist nicht so geil. Aber es sieht gerade sehr, sehr gut aus. Wir haben auch einen relativ guten Abstand zu den... Was? Ich wurde in der Luft einfach abgeballert. Hat er mich weggesnappt? Womit? Mit einer Banane? Dann trifft diese scheiß Rote nicht. Und die Blaue trifft mich auch. Nein, das wäre meine Strecke gewesen. Oh nein, ich werde jetzt locker noch Sechster oder so, weil die jetzt alle angekommen sind. Mann, wäre ich nicht in die Blaue reingekommen und hätte die Rote getroffen... Ja, also dann wäre ich trotzdem nicht Erster geworden. Aber die Blaue hat's ausgemacht. Jetzt bin ich nur Vierter geworden. Ich war die ganze Zeit Erster. Was ist das denn für ein Beschiss? Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute Idee mit diesen ganzen Zeit driften. Athen auf Abwägen. Das ist meine Strecke. Ich liebe diese Strecke. Das ist wirklich eine richtig gute, neue Strecke. Ich mag, wie sie aussieht. Ich mag, dass sie sich verändert, diese drei Runden lang. Und es ist vor allem eine Strecke, wo man auch richtig viel machen kann. Also wo man die ganze Zeit richtig gut sliden kann. Wo man die ganze Zeit die Gebäude und sowas benutzen kann. Die Strukturen. Mega nice. Hier, guckt, das wissen zum Beispiel auch nicht viele, dass man da einfach über diesen Stein rüber flüdeln kann. Das ist alles ganz cool. So, wir sind schon wieder Erster. Ich kapiere das irgendwie nicht, warum ich obwohl ich so eine komische Kombo habe, trotzdem die ganze Zeit auf dem ersten Platz bin. Spielen die alle nicht richtig gut oder ist diese Kombo vielleicht gar nicht so schlecht, wie alle sagen? So, let's go. Kann man hier auch einen Track machen? Ja, hoffentlich nicht. Nein, die Wande. Okay, hat aber gar nicht so viel Zeit gekostet. Da kommt natürlich wieder ein Blauer, man kennt's. Kann man den eigentlich ausweichen, wenn man einen Trick macht? Ich glaube nicht. Mit dem Pilz geht das ja. Da kommt auch... Oh. Bald nochmal, come on, einen Short zu. Aber wann hat man schon mal einen Pilz auf dem ersten Platz? So, wir sind Zweiter. Wir haben so eine richtig schöne Traube ganz hinten. Das heißt, hier vorne sind wir nur zu viert, wenn ich das gerade richtig sehe. Ein Roten, dann können wir den schon mal abballern. Warum nicht? Ich möchte... Also, richtig cool wäre das natürlich, wenn wir Zweiter wären und dann Dreier Rot oder sowas bekommen. Oder aber, wenn die sich gegenseitig abballern. Ich finde übrigens die Lache von Luigi richtig behindert. Der macht immer das... Wenn man den spielt, das ist richtig triggernd. Ich schwöre. Das ist wie diese Lache von Voldemort aus Harry Potter. Aus dem letzten Teil. Da hat er auch so komisch gedacht. Oh, der erste abgeballert. Hä, wo kommen die anderen jetzt alle wieder her? Nein! Da ballern die sich schon gegenseitig ab. Oh nein, kommt die Rote für mich? Ja, natürlich. Natürlich kommt die Rote für mich. Aber ich glaube, ich hätte es auch sowieso nicht geschafft, weil das hier am Ende jetzt einfach noch eine Gerade ist. Und wenn wir da nicht sofort Erster sind, wird das nichts. Oh, wieder nur Sechster. Okay, es kam nochmal Regenbogen-Boulevard. Das war ja beim letzten Mal schon recht gut. Wenn wir das wiederholen können wie beim letzten Mal und es aber diesmal hinbekommen, dass der erste nicht so weit weg ist von uns, dann könnte das was werden. Ich bin übrigens im internationalen Modus, weil der regionale Modus lame ist. Ich mache genau denselben Fehler. Ich mache genau denselben Fehler wie bei der ersten Regenbogen-Boulevard. Wieso falle ich denn da immer runter? Das Fahrverhalten von diesem Pünktchenkart ist ganz anders. Ich glaube wirklich, wenn ich mit Yoshi spiele, dann driftet der weiter raus. Wegen des Gewichts oder so. Oh, okay, das war knapp fast runtergefallen. Da vorne ist sogar einer runtergefallen. Ich habe das nur kurz erwähnt mit dem international, weil eben haben wir nur Deutsche gesehen. Und jetzt seht ihr aber auch, da sind Japaner. Keine Ahnung, was das vor uns ist. Ein
irgendwas Afrikanisches, glaube ich. Die haben doch immer diese gelben Sachen, oder? Oh, wir sind Dritter. Hier könnten wir jetzt einmal schießen und in der Hoffnung, dass wir noch einen roten bekommen. So, sein Pilz ist weg. Wir sind irgendwie Zweiter geworden. Ist der andere runtergefallen? Können wir ihn einmal hitten? Das ist schon mal ganz nice. Aber er fährt uns natürlich weg. Vielleicht treffen wir ihn mit der Bombe. Aber uns! Yo! Perfekt! Perfekt! Mann, wieso mache ich denn mir einmal alles kaputt? Wir waren so weit vorne. Und ich hatte sogar ein paar rote. Ich hätte die einfach nur aufbewahren müssen jetzt. Ohne Witz. Ich hätte da gar nicht so nie designen müssen. Okay, ein paar Pilze. Das ist ganz nice. Wenn wir jetzt noch irgendwie... Und blauer kommt. Ein blauer kommt, das ist sehr, sehr gut. Vor allem, weil der Mario da vorne übelst weit vorne ist. Okay, keine Ahnung, warum der Rote mich nicht getroffen hat. Richtig weird. Jetzt sind die auf jeden Fall alle beieinander. Guck mal, die sind nur ein paar Meter vor mir. Das kriegt man hin. Ich brauche jetzt nur ein paar Items. Eventuell einen Roten. Besser wären natürlich drei Rote. Ein Roter, okay, ein Roter. Wenn die sich jetzt irgendwie noch abballern könnten da vorne. Machen sie tatsächlich. Mario, du bist der Geilste. Oh, er setzt einfach sein Horn ein. Jetzt hat er auch, glaube ich, keine Verteidigung mehr. Wenn wir ihn jetzt abballern. Come on, das kann wirklich was werden. Haben die hinter mir noch irgendwas? Die haben nichts, ne? Regenbogenwolle war, ich wusste es. Nicht gut. Okay. Das ging schneller als erwartet und auch einfacher als erwartet. Aber ich glaube, ich habe doch ein bisschen Glück, dass die drei sich davor einfach alle getroffen haben. Was ist das? Okay, also damit Challenge bestanden. Wenn ihr weitere Challenge habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.